1969, die Geburtsstunde. Mit der steigenden Beliebtheit des Skisports wachsen auch die Ansprüche an die Qualität der Pisten. 1969 startet der erste Prototyp zu einer Probefahrt mit hydrostatischem Antrieb und Lenkradsteuerung. Kurze Zeit später geht er mit einem Dieselmotor in Serie. Käsbohrer erfüllt damit den einzigen Maßstab: Qualität und Haltbarkeit der Skipisten. Der Pistenbully stellt sich vor als ausgereifte Entwicklung des Käsbohrer-Programms. In ihm steckt die jahrzehntelange Erfahrung des bedeutenden Fahrzeugwerkes. Damit begann die große, einzigartige Entwicklung zum Weltmarktführer.